Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Präsidenten-Podcast. Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen Forschung und Wissenschaft stark im Fokus des öffentlichen Interesses. Darüber, wie Wissenschaft wahrgenommen wird und über die Wissenschaftskommunikation an unserer Universität, spreche ich heute mit unserem Präsidenten. Herr Professor Pauli, das Wissenschaftsbarometer 2021 hat belegt, dass 57% der Befragten eher großes bis sehr großes Interesse an Wissenschaftsthemen zeigt und 61% bescheinigen ein eher großes bis sehr großes Vertrauen in die Ergebnisse. Aber Corona hat ja auch gezeigt, dass die Meinungen sehr stark auseinandergehen können und dass teilweise über Wissenschaft auch sehr negativ kommuniziert wird. Ja, die Zahlen sind natürlich erstmal erfreulich. Und es ist auch, denke ich, dass die Wissenschaft gezeigt hat in Corona, was sie leisten kann. Es wurde die Impfung sehr schnell entwickelt. Wenn man am Anfang der Corona-Pandemie denkt, wie lange man prognostiziert hat, bis es brauchen wird, eine Impfung zu haben und wie schnell es dann ging. Also da hat die Wissenschaft was geleistet und ich glaube, das ist auch wahrgenommen worden. Auf der anderen Seite ist während der Corona-Pandemie auch klar geworden, dass die Wissenschaft sich immer wieder anpassen muss an neue Erkenntnisse. Also dass eigentlich, was am Anfang man gedacht hat, im Verlauf der Pandemie sich wieder verändert hat und deswegen auch, was für die Wissenschaft eigentlich normal ist. Wir untersuchen und passen unser Wissen an die Ergebnisse der Untersuchungen. Aber diese Veränderungen haben vielleicht auch bedingt, dass manche Leute Vertrauen verloren haben in die Wissenschaft und dass auch sowas, was entstanden ist, zu dem Misstrauen, sogar auch Hass entstanden ist gegenüber der Wissenschaft. Und das ist natürlich sehr schwer zu ertragen für die Wissenschaftler und auch ein unschön. Auch muss man sagen, dass natürlich die Presse sehr oft fokussiert hat auf diese Ungereimtheiten und auf Veränderungen, die im wissenschaftlichen Prozess normal sind, aber eben in dem Fall ungut kommuniziert worden sind und zu stark darauf fokussiert worden ist vielleicht. Ja. An der Universität Erfurt standen ja die Wissenschaftlerinnen ganz stark unter Beschuss. Also die sind teilweise angefeindet worden. Und das Präsidium hat dann den WissenschaftlerInnen in einer öffentlichen Stellungnahme den Rücken gestärkt, was wirklich eine sehr gute Aktion war. Ja, also auf alle Fälle war das eine gute Aktion. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dies zu tun. Die Wissenschaftler haben schon im Grundgesetz formuliert, Freiheit zu forschen und sind auch verpflichtet, ihre Forschung darzustellen. Natürlich müssen sie das tun vor dem methodischen Wissen, das sie haben, vor der guten wissenschaftlichen Praxis. Da sind sie verpflichtet. Und wenn sie diese Regeln einhalten und dann die Ergebnisse kommunizieren, dann denke ich, muss die Hochschulleitung, die Universitätsleitung hinter ihren Wissenschaftlern stehen und sie auch verteidigen und dies nicht bewerten, was sie sagen, sondern einfach nur, wenn es gute wissenschaftliche Praxis ist, dann ist es auch richtig, diese Ergebnisse zu kommunizieren. Ja, genau. Und im Zusammenhang mit der Kommunikation kommt ja auch das Motto der Uni Veritati zum Tragen. Das steht ja weithin sichtbar bei uns am Gebäude am Sandering und ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ist auch ein sehr schönes Motto, denke ich. Wir sind der Wahrheit verpflichtet und wir sind auch verpflichtet, gegenüber der Gesellschaft das Wissen, das wir generieren, zu überprüfen, ist es richtig, ist es falsch, also wirklich auch den höchsten Standards vorzugehen, um dieses Wissen zu generieren und es dann auch in die Gesellschaft hinauszutragen. Und da, denke ich, sollten wir keine Einschränkungen und keine Tabus aufbringen. Wenn es korrekt recherchiert ist, korrekt erforscht ist, dann ist dieses Wissen für die Gesellschaft da und sollte auch kommuniziert werden. Ja, genau. Und für Sie als Forscher, welche Bedeutung hat da die Wissenschaftskommunikation immer gehabt? Ja, ich denke, es gibt zwei Aspekte, die in der Wissenschaftskommunikation wichtig sind. Zum einen werden wir finanziert, größtenteils durch öffentliche Gelder. Und insofern sind wir auch natürlich in der Pflicht, was zurückzugeben. Wir machen ja die Forschung nicht im leeren Raum, sondern wir machen sie im Kontext der Gesellschaft, die uns Vertrauen gibt und Gelder gibt. Und insofern, denke ich, ist es wichtig, auch die Ergebnisse zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite sind wir auch als Einrichtung natürlich irgendwo bemüht, im Kontext des Wettbewerbs uns darzustellen. Und der Wettbewerb findet ja auch im gesellschaftlichen Bereich statt, dass wir eben ein wahrgenommen werden in der Gesellschaft als ein
als eine Einrichtung, die Wissen liefert für die Gesellschaft und insofern wir auch attraktiv werden für Forscher, wo auch die Familie oft mitzieht etc., dass wir also eine Universität sind, die eine Ausstrahlung hat und damit auch Personen, Persönlichkeiten, gute Wissenschaftler anzieht. Genau, das ist ja der eine Aspekt der Reputation. Und dann, Sie haben es gerade gesagt, wir bringen das auch Wissenschaft in die Gesellschaft, also zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch unser zweites Motto, Wissenschaft für die Gesellschaft. Das heißt, wir wollen auch Themen aufgreifen, für die Gesellschaft relevant sind und die wiederum bearbeiten. Das ist nicht durchgängig in der Wissenschaft der Fall. Es ist auch sehr wichtig, dass es Grundlagenwissenschaften gibt, die erstmal frei von dem Ziel, irgendwas Verwertbares zu schaffen, nur forschen und auch Wissen voranbringen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Forschungsgebiete, die sich Impulse aus der Gesellschaft wünschen und nehmen, um praktisch eben Wissenschaft zu betreiben. Jetzt sind ja die WissenschaftlerInnen schon sehr mit Forschung und Lehre beschäftigt. Das ist dann der kleine Wermutstropfen an der Geschichte. Wissenschaftskommunikation braucht Zeit. Was kann denn jetzt die Uni tun, um das zu fördern? Also sicher ist, dass es hier eine Veränderung gab über die Zeit. Mhm. Eine Veränderung über die Zeit insofern gab, dass es heute auch für die eigene Karriere von Wissenschaftlern wichtig ist, dass sie lernen, die Ergebnisse zu kommunizieren. Mhm. Und zwar nicht nur zu kommunizieren innerhalb der Wissenschaftsgemeinde, sondern auch außerhalb der Wissenschaftsgemeinde. Und das ist natürlich was, das wir fördern durch Angebote, dass eben solche Trainings gibt, schon angefangen bei Doktoranden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch eine Pressestelle haben, die unsere Wissenschaftler hier unterstützt, um auch diese Wissen so aufzubereiten, dass es leicht verständlich ist für die Gesellschaft. Also das sind, denke ich, die zwei wichtigsten Punkte. Während der Karriere Trainings für Kommunikation auch hinein in die Gesellschaft und zum anderen eine Pressestelle, die auch unsere Wissenschaftler hierbei unterstützt, dass eben diese Kommunikation sehr gut stattfindet. Und Sie waren jetzt als Präsident in Ihrem neuen Amt auch ab Tag 1 sehr stark gefordert, kommunikativ. Wie haben Sie das untergebracht noch? Ja, das ist schon was, aber es war für mich ja auch ein Anspruch. Mhm. Ein Anspruch zu sagen, wir wollen kommunikativ sein, wir wollen auch hinausstrahlen in die Region, ins Land und auch international hinausstrahlen. Und das war vom ersten Tag eigentlich für mich ein wichtiger Aspekt. Der Podcast hier strahlt zuerst mal in die Universität hinein. Wir versuchen auch mit der Presse Kontakt zu haben, haben dort auch Gespräche geführt und wollen auch hier regelmäßig uns darstellen. Und wir wollen auch weiter ausstrahlen. Wir haben jetzt zum Beispiel begonnen, uns zu engagieren in der European University Initiative, das auch uns weiter ausstrahlen lässt innerhalb der EU zu unseren Partneruniversitäten. Gut. Und bei dem Thema Zeit bin ich jetzt auch angekommen, sage Dank für Ihre Zeit heute. Wenn Sie als Wissenschaftlerin mehr kommunizieren möchten, dann wenden Sie sich an das Team der Pressestelle. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von Pressemitteilungen oder mit individuellen Coachings zur Vorbereitung auf ein Radio- oder ein Fernsehinterview. Wir freuen uns darauf. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.